Willkommen bei telekom.tarife-angebote.de. Wir möchten Ihnen heute den Speedport Hybrid Router vorstellen. Zum einen den Lieferumfang des Gerätes, die Leistungsmerkmale, aber auch natürlich, wofür Sie ihn benötigen, nämlich ein paar Informationen zu den Magenta Zuhause Hybrid Tarifen der Telekom möchte ich Ihnen auch mit auf den Weg geben. Aber zunächst zum Lieferumfang. In dieser Box befindet sich natürlich der Router selbst, die nötige Bedienungsanleitung und unter einer kleinen Pappe Kabel, deren Funktionsweise ich gleich noch näher erläutere, ein Netzteil und eine Halterung. Das ist auch schon alles, was sich hier drin befindet. So, dann entferne ich hier die Schutzhülle. Dann können wir auch besser erkennen, dass sich auf der Vorderseite verschiedene Anzeigen befinden. Nämlich zum Beispiel für die LTE-Empfangsstärke, denn das ist die Besonderheit dieses Routers. Wie der Name Hybrid schon impliziert, ist es eben eine Kombination aus Festnetz und Mobilfunk. Ideal also insbesondere für Kunden, bei denen DSL beispielsweise nur mit geringer Geschwindigkeit, DSL 2000, verfügbar ist. Dann können Sie eben über den LTE-Datenturbo doch Internet mit schnellerer Geschwindigkeit nutzen, denn der Router schaltet bedarfsgerecht den Datenturbo zu, wenn Sie eben größeren Download oder Video-Streaming machen beispielsweise. Hier gibt es natürlich ansonsten Anzeigen zum Status und Tasten, um das WLAN zu aktivieren. Auf der Rückseite befinden sich Gigabit-Netzwerkports. Dafür wird dann auch eben dieses Netzwerkkabel mitgeliefert, um Ihren Computer wahlweise auch per Kabel an den Speedport Hybrid anschließen zu können. Und hier unten diese graue Buchse ist die DSL-Buchse und für die brauchen Sie dann dieses 10 Meter DSL-Kabel. Da befindet sich auf der einen Seite ein Stecker, mit dem Sie an die ganz herkömmliche Telefondose, die TAE, gehen und eben mit diesem Stecker, der aussieht wie ein Netzwerkstecker, gehen Sie eben an diese graue DSL-Buchse dran und das ist dann eben Ihre Verbindung zum DSL der Telekom. Und zusätzlich haben Sie hier unten mit dieser rosa Markierung noch einen Schlitz, auf dem eben auch SIM-Karte steht, denn zusätzlich zu der DSL-Verbindung haben Sie eben auch die Mobilfunkverbindung und um diese nutzen zu können, befindet sich zusätzlich zu dem Karton mit dem Router im Lieferumfang auch ein Brief Einrichtungsunterlagen mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie den Router in Betrieb nehmen, Ihren Zugangsdaten fürs DSL und eben auch einen Brief mit einer SIM-Karte, wie Sie das auch bei Mobilfunkverträgen kennen. Und diese SIM-Karte muss eben zusätzlich noch in den Router eingelegt werden, um dann den LTE-Teil nutzen zu können. Für die Telefonie können Sie entweder hier an diesen beiden analogen Buchsen ganz herkömmliche analoge Telefone anschließen. Ansonsten ist der Speedport Hybrid auch eine DECT-Basisstation, also schnurlose DECT-Mobilteile, wie beispielsweise die Speedphones der Telekom, die auch auf der Rückseite des Kartons abgebildet sind. Die kann man also schnurlos an dem Speedport Hybrid anmelden. Und wenn Sie noch ISDN-Telefone haben, die Sie am IP-Anschluss der Telekom weiterverwenden möchten, dann benötigen Sie den Speedport ISDN-Adapter. Der wird eben auch über eine Netzwerkverbindung mit dem Speedport Hybrid verbunden. Und dann können Sie eben auch Ihre ISDN-Telefone am Telekom IP-Anschluss mit diesem Speedport Hybrid-Router nutzen. Das Netzteil, ganz klar, benötigen Sie, um Strom anzuschließen.
Das hier ist eine optionale Wandhalterung, also wie Sie sehen, der Speedport steht. Sie können ihn beispielsweise in die Fensterbank stellen, um optimalen LTE-Empfang zu haben. Wenn Sie das aber nicht wünschen, können Sie eben diese Wandhalterung anbringen und den Fuß des Routers dann hier in diese Halterung einschieben, um ihn so an die Wand anbringen zu können. Wer andere Router der Telekom kennt, wird hier auf der Rückseite möglicherweise das Label vermissen, auf dem das Gerätepasswort und auch der WLAN-Schlüssel angegeben sind. Alles Daten, die Sie für die Einrichtung an Ihrem Computer benötigen. Das hat man aber jetzt geändert. Diese Daten befinden sich jetzt hier unten auf dem Fuß. Und zum einen sind sie aufgedruckt, wie sonst auch. Und dieses kleine Briefchen, das ich hier mal entnehme, da sind die Daten nochmal eingedruckt, dass Sie sich das also mit an den Computer nehmen können, damit Sie dann nicht immer auf die Rückseite bzw. die Unterseite des Speedport Hybrid schauen müssen, um das Gerätepasswort oder den WLAN-Schlüssel eingeben zu können. Aber falls Sie dieses Heftchen verlieren und später die Daten nochmal benötigen, sind sie eben auch zusätzlich noch auf dem Gerätefuß aufgedruckt. Ja, das soweit zu den Informationen zum Gerät selbst. Die Leistungsmerkmale, die ich eben schon angedeutet habe, sind auch nochmal hier auf dem Karton aufgedruckt. Und bei Magenta Zuhause Hybrid können Sie zwischen verschiedenen Tarifmodellen wählen, die sich insbesondere darin unterscheiden, welche DSL-Geschwindigkeit an Ihrem Standort möglich ist, respektive welche Sie möchten. Im einfachsten Fall ist es eben der S-Tarif mit DSL 16.000. Wenn das technisch bei Ihnen nicht geht, sondern eben, wie ich schon sagte, nur DSL 2000, bestellen Sie eben trotzdem den S-Tarif und können so die DSL- und LTE-Verfügbarkeit es hergeben. LTE entweder auch mit 16.000 klassisch dazu bestellen oder Speed-Optionen buchen, also die Option 50 oder 100. Wenn das eben mit LTE an Ihrem Standort geht, können Sie auch einen langsamen DSL-Anschluss mit bis zu LTE 100 kombinieren. Und die Besonderheit ist, dass im Gegensatz zu einem Load-Balance-Router, falls Sie den Begriff schon mal gehört haben, wird hier die Geschwindigkeit wirklich addiert. Das heißt, zum Beispiel das DSL 2000 und LTE 50 werden dann im besten Fall, wenn der Funkempfang optimal ist, eben dann zu 52 Mbit addiert. Oder Sie nehmen eben einen VDSL-Anschluss im Magenta Zuhause Hybrid M mit 50 Mbit oder im L-Tarif mit 100 Mbit. Und falls dann LTE auch mit 100 Mbit verfügbar ist, dann haben Sie im besten Fall eben 200 Mbit, nämlich die 100 Mbit über den DSL, den VDSL-Zugang und nochmal die 100 Mbit über den LTE-Zugang und dann eben in Summe 200 Mbit mit Magenta Zuhause Hybrid L. Ja, ich hoffe, Ihnen dieses spannende Produkt der Telekom etwas näher gebracht zu haben. Die Einrichtung zeigen wir Ihnen dann in einem anderen Video.